Guten Morgen, liebe Leute. Das ist beschwindig. Wow. Kreislauf. Hier kannst du da anhängen. Komm mal benutzen. Mama hat einen Kreislauf. Erst ein Kreißsaal, jetzt ein Kreislauf. Gut. Jetzt essen wir was. Jetzt essen wir Frühstück. Aluk ist zu Hause, die hat ja Ferien. Als wenn die nie frei hat. Ja. Ich glaube, so viel frei, das habe ich als Schulkind nie registriert, wie man denn eigentlich hat. Ich habe gestern noch einen Topf gekocht, gestern Abend, nachts eigentlich. Also um 22 Uhr war der fertig. Am anderen natürlich schon geschlafen. Aber der ist so lecker. Könnt ihr den riechen? Na, nicht kosten hier einfach so. Das geht nicht. Nicht einfach so kosten. So lecker. Und extra, weil Marlies mag den Wurst da drin immer nicht so doll, habe ich extra ohne gemacht. Also ein bisschen mehr Karotten und ein bisschen Paprika und so. Ja, aber ganz viel gesundes Zeug für die Mutti. Na, für dich auch, Anno, natürlich. Auch für dich. Luki, eine kleine Schüssel, eine Kummel, eine große Schüssel für Mutti. Es ist wieder soweit. Also den Pool haben wir jetzt aufgebaut, liebe Oma. Herzlichen Dank für diese Sonderaufgaben. Nein, Altu, die Kinder haben sich ja gefreut. Also zumindest zwei von denen hier, die Skadi hat es ja noch gar nicht gesehen. Das zeigen wir ja auch erst dann. Genau, morgen, wenn es begehbar ist. Jetzt haben wir den aufgefüllt, dann muss ich erstmal aufwärmen. Dann bin ich rausgekommen, dann bin ich mal vorne gekommen. Ja. Aber eigentlich war Mama, aber für das Milchessen. Na, muss ja nicht. Das ist ja auch gar nicht immer alles nur für dich. Was ist das jetzt? Was ist das? Das hier? Das ist so. Blumen, okay. Ist auch angeschlagen schon die Tasse? Ja, wie schlagen. Schmeckt dir? Du hast schon wieder gekleckert. Mann, du musst weniger machen. Hier ist dein Kakao. Ona geht super. Die hat sich wunderbar hier integriert. Beruhigt, ja. Und mit dem Schlafen. Ja, ansonsten gibt es ja nicht viel zu sagen. Ja, nicht viel gemacht. Einfach nur gekuschelt den ganzen Tag. Halt mehr oder weniger. Kuscheln mit Mama. Kuscheln, stillen, kuscheln, stillen, kuscheln, stillen. Was, wickeln. Kuscheln mit Mama. Ha? Bisschen Haushalt. Bisschen Haushalt, ja. Aber ansonsten eigentlich. Jetzt die ersten Tage, ist ja klar. Oh, danke. Jetzt gibt es einen Kakao. Jetzt ist gleich wieder 18 Uhr. Oder ist halb sechs auf alle Fälle, ist es schon. Mhm. Ja, und dann ist schon wieder Feierabend. Legen wir uns abends schon wieder hin und dann ist... Kuscheln. Kuscheln. Kuscheln, Alisa. Mama küssen, das küssen. Mama küssen, auch angesagt. Könnt ihr alle mit Mama kuscheln. Milch.
Und ja, war eigentlich oder weniger mehr zum heutigen Tag eigentlich gar nicht zu sagen. Du hast keine Augen. Ich hab Augen, Gott sei Dank. Also würde ich mal sagen, da das ja nun wirklich nichts ist, was zu berichten ist, sehen wir uns. Du hast keine Augen. Wieder bis gleich. Augen. Guten Morgen, es ist letzter Kita-Tag für Lumen. Heute. Freitag. Lumen, heute das letzte Mal Kita, was sagst du dazu? Finde ich toll. Finde ich toll? Fragezeichen. Na, ich hoffe. Ich hoffe, dass ihr das toll findet. Danach ist Schule angesagt. Und dann mal los. So, Lumi, was machst du da in der Tasche? Sag mal über alle. Also, Sachen für die lieben Kinder habe ich so drin und Sachen für die bösen Kinder. Die bösen Kinder bekommen eine furchtbare Süßigkeit. Und die lieben Kinder bekommen ein schönes Geschenk. Ah, na super, okay, haben wir das auch geklärt. Lumen bestraft auf ihre eigene Art und Weise. Das ist der falsche Wagen, wir nehmen den anderen, den großen Wagen, Skadi. Den ganz großen nehmen wir. Der steht draußen. Komm, zieh dir Schuhe an und dann gehen wir los. Es ist so geil. Lumen ist jetzt da in der Kita und führt jetzt die Bestrafung durch. Die Bestrafung von den Kindern, die böse zu ihr waren. Nein, ich glaube auch Erzieher. Ich, nein. Wir haben nur zwei davon. Sie ich glaube echt, sie kriegt, die gibt der Erzieherin irgendwie was ekelhafte Süßigkeiten als Bestrafung. Ja, das ist richtig ekelhaft. Eine bittersüße Süßigkeit. Die hat Ideen, also das ist ja unglaublich. Letzter Tag, da kann sie alles machen, was sie will. Ja. Gottes Willen. Also, wir waren in der Brezelkompanie, wollen wir jetzt noch Brötchen holen. Jetzt sehen wir nach Hause, dann werden die gleich vertilgen zum Frühstück, oder? Yay! Yay. Na? Ja. Moin! Ach Mensch, jetzt fängt es wieder an, jetzt kommst du wieder nicht, hast du wieder keine freie Hand. Ja, genau. Was ist bitte? Das fing mir im Krankenhaus auch schon wieder so ein, ach ja genau, einhändig essen und so. Abwechselnd essen. Aber guck mal. Für die Oma? Wir essen jetzt wieder was. Und ich war die ganze Nacht da beschäftigt, gar nicht zu dekorieren, sondern ich bin die Decke so ansatzweise über sie geworfen und nein! Ich strampel. Das ist furchtbar. Ein furchtbar Kind. Die wollte absolut keine Decke. Ich wollte auch keine, ich bin eingeschlafen, ich habe das schon gesagt. Josch? Ich hab keinen, ich wollte. Du hast doch einen Schwein oder? Ja. Ich esse kein Oster. Ah, irgendein Kommentar verschwunden offensichtlich. Aber ich hab nichts gemacht. Ich warte nicht. Also, ihr braucht keine Angst haben. Ich lösche nichts, außer es ist unflätig und beleidigend. Aber ansonsten lösche ich eigentlich nichts. Ja, mach ich nicht. So, hier steht hier. Wo ist ja mein Kommi geblieben, Tommy? Kommi? Der Kommi-Tommy, ich habe aber jetzt erstmal gezeigt, erstmal gefragt, was er geschrieben hat. Und das aber auch nicht im Spam-Ordner. Ich habe ja hier so einen Spam-Ordner. Da landen immer so Sachen drin, wie wo Links drin sind zum Beispiel oder sowas. Aber hier ist nichts, hier ist nichts. Wahrscheinlich Spam, nichts. Nichts. Das weiß ich nicht. Ich sehe hier auch nur, wenn ich jetzt. Könnte ich ihn alleine anklicken? In Kommentare nur. In Kommentaren suchen. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ob die Suchfunktion so funktioniert. Ah, tatsächlich. Der letzte Kommentar war prima. Alles Gute und viel Freude. Spendiert gleich eine Packung Windeln. Per PayPal. Starkmalis.
Ah. Heute gehe ich hüpfig wieder in den Pool, in den Becken. Also das letzte Mal hast du per PayPal irgendwas? Kann ich später auch noch spendiert. Und das war vor 3 Tagen. Genau. Vielleicht ist das nicht richtig gespeichert worden. Ja, also bei uns ist leider nichts angekommen, aber wir haben auch nicht gelöscht. Also keine Angst. Das ist ja echt Wahnsinn. Mit Pinzette. Wieder, Papa. Er musste seine Kekse mit Pinzette essen, weil die Schokolade geschmolzen ist und er hasst schmierige Finger. Quatschkopf, ey. Das ist so Lumen, oder? Sitzt der da mit der Pinzette und isst die? Macht der das denn auch? Klar, ja, erzähl jetzt mal. Nee, wenn er das so sagt, dann macht er das auch so. Oh Gott, nee. Das müssen wir mal was haben. Lumen, ey. Das ist Lumen, ja. Lumen ist Bestrafungssüßigkeiten. Das ist echt der Hammer. Bestrafungssüßigkeiten. Also auf so subtile Art und Weise. Halt ohne nicht einfach Bestrafung, so Peitsche raus sie und Patsch. Ich würde nicht sagen, hier, die schmecken ganz eklig, sondern hier, das ist für dich. Ja, das ist für dich. Ja, das ist gut. Was willst du von uns? Du Zitronella? Ist das das zweite Kleid heute? Das war Lumen heute Morgen süßen. Mit dem Unterhalt geht das gar nicht. Wie sieht denn das aus? Und was ist das schon so eng? Mama, was hast du mir da ausgesucht? Ich habe nur gesagt, vielleicht nimm doch einfach das, was du da in der Hand hast. Ich habe nichts ausgesucht. Das war sehr problematisch. Und das? Nein! Das ist nicht schick genug. Naja, na gut. Für die Bestrafung. Das ist echt das Beste. Die Bestrafung. Die Bestrafungsmöglichkeiten. Das ist perfekt. Sie hat nur 2 davon. Das klingt nie besonders böse. Dann ist es doch nicht richtig. Ja, guck mal, der Streifen ist sehr hoch. Okay. Das ist anders dargestellt. Das ist es. Das habe ich gut gesehen. Hast du gut gesehen, siehst du? Ganz wichtig. Gut. Dann haben wir die beiden, die gehen beide an einen. Haben wir alles. Jetzt kommen wir wieder los. Mann, ich muss unbedingt mal anfangen hier zu arbeiten, aber das mache ich ja im Winter. Im Winter, da freue ich mich schon drauf. Ganz gemütlich mache ich das hier. Ja. Steht doch das Alarm steht hier in Bestzustand. Eieiei. Jau. Der Mutti räumt schon wieder fleißig auf hier. Ist ja nötig, ne? Was will man hier veranstalten? Naja, er sucht immer was raus und dann sieht das so aus, ne? Mhm. Ja. Ja, ich versuche halt so nach und nach. Ne? Alles auf einmal geht jetzt nicht mehr wegen der Kleinen, wenn die dann rein, muss ich die hochnehmen. Also, erstmal an euch alle ein herzliches Dankeschön für die ganzen Glückwünsche. Sag ich jetzt mal so. Da stimmt mir Marlies sicherlich zu. Und wir haben uns halt sehr gefreut über die rege Anteilnahme an der Geburt, das Daumen drücken und so. Also, das war ja auch für uns. Das hat auch gut geholfen. War auch für uns natürlich sehr spannend. Da waren
aufregend. Ja. Die hat es auch spannend gemacht. Marlies hat ja bis zum Schluss gesagt, nö, ach, jetzt ist ja nicht mehr. Jetzt gehen wir wieder nach Hause. Ja, es war wirklich nur die halbe Stunde, ne, die wirklich unerträglich ist. Eine halbe Stunde, die unerträglich ist. Lasst euch das nicht beim ersten Kind, wohl ihr merkt, diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Also, lasst euch das eine Warnung sein. Aber dann na, bei Nummer 4 wart jetzt eine halbe Stunde, die wirklich, wirklich schlimm war. Ja, also habe ich echt, also, da hat es mir richtig leid getan. Wenn man sonst zwischendurch scherzen kann und machen kann, dann ist das ja immer alle ganz toll und alle ganz super und so. Und dann merkt man ja auch, der nächste Mini noch gut. Aber wenn da keine Atempause mehr ist, sozusagen, wo man dann mal irgendeinen Scherz machen kann oder irgendwas oder über irgendwas, über überhaupt sprechen, ja, dann ist, dann merkst du schon, oh Mann, das darf nicht zu lange gehen, sowas. Aber hat sie ja hervorragend gemacht. Ist halt auch die beste Mutter auf der Welt. Ach, Quatsch. Doch, doch. Turbomutter. Turbomutti. Ja, wollte ich jetzt nochmal kurz gesagt haben. Und wie gesagt, schönen Dank, herzlichen Dank an alle. Auch an die Windelspende über PayPal. Also das war auch, das ist auch toll. Gut. Können wir immer gebrauchen, weil das wird jetzt reichlich benutzt. So was. Gar nicht. Am Anfang sind 20 Windeln drin. Aber was haben wir hier von Wolfgang? Haben wir da diese 80 Windel-Paket bekommen? Was sind denn das? 80 Windeln in einer Packung? Also ist egal, wie auch immer. So ein Paket ist ruckzuck aufgebraucht. Also über sowas sind wir immer sehr dankbar, natürlich. Oh, und jetzt schneide ich mal ein bisschen was für euch zusammen. Nicht, dass ihr hier denkt, Mann, ey, der Kanal, was ist denn da los? Man sieht ja gar nicht. Wie gesagt, sagen wir mal so, manchmal geht es auch wirklich nur um Kinder. Irgendwann. Letztlich geht es sowieso nur um die Kinder. Wo ist denn mein Kommi geblieben, Tommy? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Na, gucken wir mal. Ja, also, gut. Bis später.